Meine Damen und Herren, unser heutiger Gast Rezo im Neo Magazin Royal. Heute Abend, 20.15 Uhr in der Mediathek, 22.20 Uhr für DevNeo. Dies, das, Sie wissen das. Hashtag der Woche ist It's a kind of magic. Rezo, so, es gibt eine Unterscheidung in der Welt der Influencer. Es gibt die normalen Influencer und es gibt die Geld-Influencer, wie wir hier sind vom Neo Magazin Royal. Wir haben Geld ohne Ende, wir haben das gebastelt. Dieses Ding gebastelt. Das können wir uns leisten, wir haben einfach Geld ohne Ende. Darf ich drauf drücken? Oder erst gleich? Nee, du darfst gerne drauf drücken. Haben die unterschiedliche? Ja, aber ja, da kannst du Emojis drücken. Guck mal, die erscheinen dann, wenn du... Ach, die kommen dann! Ja. Und zwar automatisiert. Wie cool ist das denn? Guck mal, du kannst es sogar so machen, dass du deinen Kopf... Ja, warte, ich mach jetzt auf deinem Kopf. Ja, das gibt's bei uns. Also, heute Abend bist du in der Sendung, das ist ein erster Fernsehauftritt. Du bist schon mega aufgeregt, sicherlich. Ja, ich war gerade in der Bühne, war ich wirklich aufgeregt. Ja. Aber jetzt kann ich mal. Ja. Wird ein krasses Ding heute Abend. Wird das Hammer. Es schauen wirklich viele Leute zu. Also auch im Haus beim ZDF, Heute Journal, dpa hat angefragt, ob sie vorbeikommen können. Really? Ja, New York Times. Journalisten wollten hier heute sein, um zu filmen, was du heute hier sagst. Das ist ganz wichtig. Also es ist ich grill dich heute Abend richtig, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Schaltet alle ein. Genau, es wird dein erster, einziger Fernsehauftritt bislang. Ich muss kurz für die Statistik und fürs Heute-Journal ein bisschen was ausfüllen. Du heißt Rezo, dein Sternzeichen ist? Löwe. So, wie viele Likes würdest du dem Moderator für seine Gesamtleistung geben? Jetzt retrospektiv, im Nachhinein. Ja, Sei ruhig kritisch. Ich kann doch nur einen geben. Nein, ich hab doch Bots. Ich gebe 100.000, weil ich hab 100.000 Bots. Du hast deine Follower sind, du hast viele Bots als Follower und du hast sehr gekauft. Nur. Ja, klar. Die Grünen haben mir den gekauft. Übrigens, heute Abend das Gespräch, ich hab mich wirklich lange darauf vorbereitet. Ich habe mir auch viele Gedanken darüber gemacht, wie man das Gespräch heute Abend führen kann. Weil das ist, wenn Anne Will jemanden zu Gast hat, den sie eigentlich, wo man denkt, okay, die kommen bestimmt gut miteinander klar, aber der Gegenstand einer aktuellen Debatte ist, dann stellt Anne Will auch immer Kritiker, die Fragen dem Gast, die Kritiker stellen würden. Also sie nimmt die Argumente der Kritiker und wirft sie dann quasi ihrem Gast vor die Füße, damit der Gast darauf reagieren kann. Ich habe heute Abend in der Vorbereitung das Problem gehabt, dass tatsächlich der Antrieb der meisten Leute, die dich kritisiert haben, so eine Art von gekränkter Stolz, Unglauben darüber, dass man sie in ihrer Position hinterfragt war. Selbst Leute aus den klassischen Medien, bei den Zeitungen, da hat man wirklich viel verletzte Eitelkeit gespürt. Den Eindruck hatten viele. Das macht es einigermaßen schwer, den Argumenten der Kritiker zu folgen. Aber ich versuche es trotzdem heute Abend, auch kritische Fragen zu stellen, meine Damen und Herren. Da können Sie sich drauf einstellen. Auf einer Skala von CDU bis SPD. Wo würdest du diese Folge Neo Magazin Royal einordnen? Woanders? Darf ich? Woanders. wie würde deine Google-Bewertung zu dieser Sendung lauten? Warte kurz, ich versuche mich zu erinnern. Ich habe auch selbst auch leider vergessen. Scheiße. Ah, das Essen war gut. Alles klar. Und Oma liegt hier gut. Ja, Oma liegt hier gut. Wenn Sie, meine Damen und Herren, jemanden kennen, der sich auch in den letzten Wochen über das Rezo-Video aufgeregt hat, dann eine Meinung zu hat, heute Abend bei ZDF Neo, es ist ein Sender, der ist ganz hinten auf ihrer... Oh, ich habe die angemalt. Es ist nicht schlimm. Kaufst du einfach einen neuen. Ja. Die Grünen bezahlen mir den. Wenn Sie jemanden kennen, der mehr über Rezo erfahren möchte, heute Abend in ZDF Neo ist die Gelegenheit, mal neue Leute, ältere Leute auch mit dem Rollator vor den Fernseher zu setzen. Es lohnt sich. Zeigen Sie älteren Leuten mal die ZDF Mediathek, ist auch was für alte Leute. So. Hey, ist das jetzt nicht... Ist das nicht fürs Internet? Wir sind jetzt im Internet. Jetzt Leute im Internet, dass sie die Oma... Du kannst doch nicht eine Oma im Internet. Nein, aber die Leute, die das jetzt bei YouTube sehen, sollen ihrer Oma mal die Mediathek runterladen auf ihr generationsübergreifendes Neo-Magazin. Genau, wir haben heute das ZDF hat mich gebeten, gerade heute, wo du hier sitzt, zu sagen, wir haben eine tolle Mediathek und wir sind alle mega digital beim ZDF. Gebt jetzt ein Like. Genau. Das muss man bei uns immer sagen. Kann man bei uns in der Mediathek liken? Weiß das jemand? Sind Likes da möglich oder ist das... nicht vom Rundfunkstaatsvertrag gedeckt. Darf man? Darf man was drunter schreiben? Ich glaube sicherheitshalber nicht. Schreibt Like drunter. Ja. Schreibt einen Brief. Schreibt oder einen Fax. Schicken Sie uns eine Programmbeschwerde. Die werden immer gelesen. Mit so einem Symbol. Einfach ausdrucken. Genau. Das ist das Tränen-Smile. Genau. Wenn du dürftest, auf welchem deiner YouTube-Kanäle würdest du diesen Teaser hochladen? Du darfst nicht, aber auf welchem? Wenn ich dürfte. Wenn du dürftest. Aus Rechtegründen. Ach so, weil das Urheberrecht. Wenn ich dürfte. Ja, das weißt du nämlich nicht, dass diese analogen Regeln des Urheberrechts, die gelten auch im Digitalen. Da musst du drauf achten. Stimmt, das vergesse ich immer wieder. Das ist ja auch gilt. Wie viele Kanäle hast du überhaupt bei YouTube? Ey, ich habe eigentlich nur zwei. Auf dem einen habe ich halt immer Mugge hochgeladen und irgendwann hatte ich kein Wort mehr oder wusste nicht mehr, was ich machen soll mit Mugge. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich mir einen zweiten für alles andere.
Deswegen, also auf Muggo oder auf alles andere? Ja, dann wird das eher zu alles andere zählen. Alles andere, okay. Wo ist es gemütlicher? Im Pfarrheim oder in unserem Backstage? Antwort bitte in deiner Hund-im-Raum-Stimme. Was meine Hund? Ach so, diese hohe. Ja, bist du ja eine Feini, diese Stimme. Oh Gott, wo ist es gemütlicher? Ja, Backstage war schon schön. Backstage war schon schön. Du hast eine megamäßige Entourage. Wir haben schon viele Gäste gehabt in diesem. Ey, ich hatte vier Leute dabei. Es waren so viele Leute in deinem Backstage-Bereich, dass zwei oder drei stehen mussten. Ja, weil die ganzen Leute reingekommen sind, aber ich hatte nur vier. Wie wird das innerhalb des Rezo-Teams entschieden, wer stehen muss und wer sitzen darf? Ich bin der alleinige Herrscher. Des Rezo-Versums. Genau. Backstage war schön. Sag mal, du, steh, und dann stellt er sie hin. Meine Damen und Herren, also heute Abend den Beamer anschmeißen, holen Sie alle Leute in den Konferenzraum in der Parteizentrale. Rezo ist zu Gast im Neo-Magazin Royal. Ich halte mich wirklich zurück heute Abend, ich lasse dich komplett anfangen. Es lohnt sich, es ist lustig. Und Sie sollten einschalten, 2015 in der Mediathek, 22:20 ZDF Neo und morgen im ZDF Hauptprogramm. Tschüss! It's a kind of magic! Bis später!